Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute zeige ich euch mal diese Box von Essence, nach der mich ganz viele gefragt haben auf Instagram oder unter den Videos. Also ich glaube, es waren zwei Leute, aber ist ja egal. Teste das doch mal, hast du das schon gesehen? Da gibt es eine Box von Essence, die kostet um die 20 Euro und hat Produkte im Wert von 70 Euro. Gibt es bei Rossmann zu kaufen. Und dann wurde ich natürlich total hellhörig und habe mir gedacht so, okay, das muss ich mir anschauen. Der Haken an der Sache ist, das ist eine Mystery Box. Das heißt, man weiß nicht, was da drin ist. Und ich habe dieses Video schon mal gefilmt, muss ich gestehen. Und so wie ich es gefilmt habe, möchte ich es nicht veröffentlichen, weil es wurde dann zunehmend negativer und negativer. Ich habe die ganze Zeit nur nach unten geguckt, war so total irritiert. Was ist das jetzt hier? Ja, und wenn ihr wissen wollt, warum, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich zeige euch auf jeden Fall alle Produkte. So viel vorab, das könnt ihr euch ja schon denken, ich war nicht so wirklich begeistert. Das Problem daran ist, es sind sehr viele ältere Produkte. Es macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, die Sachen euch jetzt vorzustellen in irgendwie so einem Try-on-Haul oder sowas. Keine Ahnung, dass ich das jetzt ausprobiere, weil ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, aber genau das ist das Problem daran. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache eine Verlosung am Ende des Videos. Bleibt also dran, wenn euch die Produkte interessieren. Es gibt ja doch ein paar coole ältere Produkte von Essence. Da sind auch ein, zwei dabei, die ich ziemlich gut finde, die ich mir auch früher mal gekauft habe. Aber es sind halt auch ganz viele, die ich gar nicht kenne und die ich wahrscheinlich auch niemals mitgenommen hätte. Also vielleicht kann ich euch damit ein bisschen Geld ersparen, weil für 20 Euro kriegt ihr auch sehr, sehr coole Sachen in der Drogerie. Ob diese Box jetzt was für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Es geht jetzt los. So. Falls ihr übrigens noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal schon mal den Abonnier-Button klickt. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Ihr braucht nicht mehr eingeben Frankas Favorites, weil ich weiß, das machen ganz viele. Sondern ihr könnt dann einfach, ihr bekommt dann immer direkt eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und das ist, macht das Ganze natürlich viel einfacher. Dann seht ihr das direkt, werdet benachrichtigt. Ihr müsst die Glocke aktivieren, damit das auch funktioniert. Und ja, immer wenn ihr kommentiert oder mir einen Daumen nach oben gebt, werdet ihr auch mehr über die Videos informiert. Wenn ihr nie irgendwie eine Interaktion habt, dann kann es sein, dass YouTube euch das nicht anzeigt. Das ist jetzt anscheinend so gerade neuester Algorithmus, ne? Okay, dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns doch mal an, was da drin ist. Ich greife wahllos rein. Ich könnte es jetzt auch unterteilen in Lippenprodukte, Augenprodukte und so weiter, aber dann wird es vielleicht ein bisschen langweilig und vor allen Dingen habe ich es jetzt auch noch nicht sortiert, muss ich sagen. Ich gebe euch mal eine kleine Sneak Peek, wie das so ausschaut. Bunt gemischt, ich habe es einfach wieder reingepackt. Und wie gesagt, ich wollte euch nicht so ein negatives Video zeigen. Das habe ich keinen Bock drauf, habe ich selber keinen Spaß. Sowas will ich mir auch nicht anschauen, jemand, der da nur am Motzen ist und so. Aber ich muss halt sagen, das Problem, was mir daran nicht gefallen hat, es sind sehr viele ältere Produkte. Ich zeige euch mal eins, zum Beispiel das. Kenne ich gar nicht. Vielleicht kennt ihr es. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch über die Box gefreut hättet und wie ihr die Produkte findet. Ne? Da kommt übrigens ein großer Zettel mit Inhaltsstoffen der Produkte. Das ist mit anbei, aber halt keine Preise. Und da die Sachen teilweise alt sind und ihr sie nicht mehr kaufen könnt, kann ich jetzt euch auch keine Preise daneben schreiben, was die Sachen wert sind. Es ist aber so viel, dass ich schon denke, dass man auf die 70 Euro kommt. Nur, wie gesagt, mit altem Kram. Ne? So, das erste ist eine Lidschattenpalette, die nennt sich Grace. All About Grace Eyeshadow Palette. Ich mache sie mal auf. Und auch wenn ich das jetzt verlose, ich kann euch mal ein paar Teile swatchen. Für den Fall, dass ihr euch das kaufen wollt, ist es ja auch mal interessant zu sehen, funktioniert das. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, wäre zum Beispiel diese blaue Farbe. Die sieht auch ganz schön aus. Ja, die ist sehr schön. Das Grau hier ist ganz schön. Also ich swatche euch einfach mal zwei, drei Shades. Und ich habe auch den Eindruck, dass hier eine Palette, die hier drin ist, auch schon geswatcht war. Das zeige ich euch dann gleich. Aber so sehen die jetzt zum Beispiel aus. Aktuell ist ja gerade, sind die kühleren Töne auch wieder modern. Also insofern, die finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Und vor allen Dingen sind die Schimmerlidschatten von Essence ziemlich cool. Das ist noch eins der Produkte, wo ich sage, okay, finde ich ganz gut. Gibt es zwar nicht mehr zu kaufen, bringt deswegen jetzt für mich überhaupt nichts, sowas in dem Video zu benutzen, wenn ihr es euch nicht mehr nachkaufen könnt. Meiner Meinung nach ist ja irgendwie blöd, einen dann anzufixen. Aber da ist auch ganz viel, was ich eh nicht benutzen würde, muss ich ehrlich sagen. Und dazu gehört zum Beispiel hier einmal, hier sind zwei Paletten,
die zeige ich euch einfach mal direkt gemeinsam. Eine Mix-and-Match-Palette, hier so eine bunte. Die ist vielleicht jetzt für Karneval ganz schön, weil man das im Gesicht tragen kann und auch auf dem Körper, ne? Und dann einmal eine Strobing- und Contouring-Palette. Würde ich jetzt persönlich von der Qualität auch nicht benutzen. Das ist schon älteres, sag ich mal, ein älteres Modell von Essence. Ich glaube, mittlerweile machen die da auch noch bessere Formulierungen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht meinen Finger da reinstecken in so ein Creme-Produkt, damit ich es auch noch an euch verlosen kann. Sonst ist es vielleicht ein bisschen blöd. Aber bevor ich es jetzt behalte und es eh nicht benutzen werde, ist ja irgendwie Quatsch. Vielleicht kann ich jemanden von euch ja trotzdem noch eine Freude machen und dann finde ich das in Ordnung. Okay, dann haben wir hier einmal solche Dinger für die Augenbrauen. Da sind solche Stencils drin, also solche Muster. Die kannst du dir dann anhalten, dann kannst du mit Puder nachmalen. Das ist eigentlich immer eine schöne Sache. Ich würde jetzt sowas, ich brauche sowas nicht, ich benutze sowas nicht. Aber grundsätzlich ist das nicht verkehrt, ne? Dann haben wir einen Pinsel dabei. Ist in Ordnung, Essence-Pinsel sind auch okay. Mir gefällt allerdings das Design irgendwie nicht so ganz. Das ist auch ein altes. Aktuell haben die das ja in Weiß und mit Gold. Und das finde ich richtig süß. Aber das gefällt mir nicht so. Und vor allen Dingen könnt ihr es auch nicht mehr kaufen. Insofern wird das auf jeden Fall auch verlost. Dann gibt es eine Sache, die könnte etwas neuer sein. Ich weiß nicht, ob sie das noch haben. Das ist ein Metal Chrome Blush. Obwohl das halt Gold ist und anscheinend ein goldener Blush, keine Ahnung, also ich bin ein bisschen hart. Aber oh, der Ton sieht ganz schön aus, kommt aber überhaupt nichts auf die Hand. Also sehr schwach pigmentiert, muss man leider sagen. Dann haben wir einmal ein Lips Go Wow, eine Lip Art Palette da drin. Da könnt ihr euch eure Lippenstifte zusammen malen quasi. Die Farben finde ich ganz schön. Wie die Qualität ist, kann ich nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich würde es eh nicht weiter benutzen. Wie gesagt, weil es für meine Videos jetzt keinen Sinn macht. Deswegen, ich verlose es direkt an jemanden. Ich kann mir vorstellen, dass das aber okay ist. In Ordnung. Dann das nächste ist ein Essence Correct to Perfect CC Powder Palette. Finde ich eigentlich auch ganz süß. Das ist einfach mit unterschiedlichen Pudern, wie man das halt kennt. Ich glaube, ja, das habe ich schon im ersten Video geswatcht, weil das war das erste, was mir beim ersten Mal entgegenkam. Ist in Ordnung, aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, so ein lilanes Puder dann auf dem Gesicht, ob das jetzt irgendeinen tollen Effekt hat. Also, das würde ich mir zum Beispiel nicht kaufen. Weiß ich nicht. Also, ist nicht so ganz meins. Ah, das driftet schon wieder so in diese Richtung ab. Ich kann euch jetzt auch keine Scheiße erzählen. Tut mir leid, ich möchte schon, dass ihr wisst, wie meine ehrliche Meinung ist. Eine Sache fand ich ganz gut. Das hatte ich auch, glaube ich, in dem Video ausprobiert. Und zwar ein Essence Blush Ball. Das ist hier so ein kleiner Ball. Und damit könnt ihr euch dann den Blush auftragen. Und das fand ich von der Farbe her ziemlich cool. Ich glaube, das werde ich auch mal... Schaut mal, ich habe da jetzt mal relativ stark reingelangt. Da ist das irgendwie ganz schön. Das ist so eine Mischung zwischen Blush und Highlighter. Das finde ich noch ganz nett, muss ich gestehen. Also ich kann ja mal die draußen lassen, wo ich sage, okay, die sind noch ganz okay. Vielleicht, wenn das dann vom Wert her passt, sind die 20 Euro auch gerechtfertigt. Das muss man ja immer für sich sehen. So, dann ist hier was Witziges dabei, ein Eyebrow Designer. Und zwar witzig deshalb, weil der ist lila, ne? Also da habe ich mir gedacht, okay, wie soll das gehen? Ich male das mal. Das ist schon eher mehr, seht ihr das hier? Ich weiß nicht, wie man das sich in die Augenbrauen macht, mit einem lilanen Augenbrauenstift, aber okay, das war hier drin. Dann haben wir eine Palette, die finde ich sehr, sehr süß, muss ich gestehen. Das ist sowas, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich mir überlegen, ob ich das nicht mal benutze. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich das jetzt an jemanden verlose, ich werde es übrigens doch an eine Person verlosen, weil dann kann ich das in einem gesamten Paket verschicken und ich mache eh so viele Verlosungen. Am besten an einen Hardcore-Essence-Fan, wer richtig Bock da drauf hat. Und ja, das würde mir gefallen, wenn sich jemand drüber freuen würde. Und zwar finde ich diese Palette hier richtig schön. Die ist nämlich mega süß, die erinnert mich irgendwie an Benefit. Hier ist ein Spiegel dabei und dann sind das solche Farben. Und die sehen richtig cool aus, vor allen Dingen so schön alltagsmäßig. Das gefällt mir persönlich irgendwie immer am besten. Und dieser Schimmerton hier unten, den finde ich richtig klasse. Also, das gefällt mir. Und hier ist auch eine Anleitung drin.
an der Seite, wie man sich dann schminken kann. Also für zum Beispiel, wenn ihr eine kleine Tochter habt, eine Nichte habt, für die das interessant ist, die jetzt mit Make-up was ausprobieren will, wo ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, die aber einen großen Sack voll Make-up hat. Ich glaube, dafür ist es ideal für jemanden in meinem Alter oder vielleicht auch um die 20, der schon ein bisschen Make-up probiert hat, weiß ich es nicht genau. Aber ich sag mal so, für einen Teenie unter 20 ist es, glaube ich, Heaven. Ja, also da hätte ich mich, glaube ich, echt richtig riesig drüber gefreut. Aber für mich persönlich ist es nichts. Das Einzige, was ich sehr, sehr cool finde und mich leider auch ein kleines bisschen geärgert habe, ist diese Essence Quattro Palette To Die For. Da hatte letztens die Hatice Schmidt auch ein Video drüber gemacht. Also die hatte sich nachgeschminkt, wie sie sich vor 5 Jahren oder so mal geschminkt hat. Und ich muss sagen, ich hatte diese Palette sogar schon vor 10 Jahren. Also die ist mega alt, aber die ist wirklich cool. Und dann habe ich mir gedacht, ich swatch sie nochmal. Und dann mache ich sie auf und sehe, das hier sieht doch aus, als ob da schon jemand reingelangt hätte. Ich war das aber nicht. Und da habe ich mir nur so gedacht, hä? Also das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier in diesem Braunton. Ich bin eigentlich nur in diesen Ton hier reingegangen, weil ich euch da zeigen wollte, dass ich den so cool fand. Das war nämlich der Grund, warum ich mir die damals gekauft habe. Dann habe ich ihn aufgetragen und habe gedacht, hä? Man sieht ja gar nichts. Also anscheinend sind die schon so alt, wenn die jetzt 10 Jahre alt sind und vielleicht auch vor 10 Jahren produziert worden sind, keine Ahnung, dass die Farbabgabe total nachlässt. Also das, ich weiß nicht mehr, was ich an dem Ton gefunden habe, muss ich ehrlich gestehen. Und ich weiß noch, eine Kollegin von mir damals hatte diesen Ton unter der Augenbraue. Und ich sag so, boah, das sieht ja so schön aus, was hast du denn da? Da war das noch nicht so mit Make-up, ne, so viel. Und dann sagte sie mir, dass sie dieses Quad hat und dann habe ich mir das direkt gekauft und habe das auch immer benutzt und fand es so schön für den inneren Augenwinkel, für unter der Augenbraue. Aber jetzt sehe ich hier, da ist ja null Pigmentierung, also sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Okay, dann zeige ich euch mal die Lippenprodukte, das machen wir kurz im Schnelldurchgang. Und zwar sind hier 2 von diesen Vibrant Shock Lip Paints, die habe ich auch nicht geswatcht. Die könnte man halt auch benutzen, ne? Weil ich weiß, dass es nicht meine Farbe ist, es ist mir zu dunkel. Wie gesagt, für jemanden, der gerade mit Make-up anfängt, vielleicht eine coole Sache. Dann haben wir hier einen Matt. In so einem Ton, habe ich auch nicht geswatcht. Der ist super tragbar, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Nur, ich habe davon genug. Ich brauche das jetzt nicht. Vor allen Dingen, wenn ich es euch jetzt nicht, wie gesagt, wenn ich es in Videos benutze und man kann es nicht kaufen, ich finde es irgendwie schade. Okay, und dann noch einen in so einem Ton. Ich glaube, den habe ich kurz mal ausprobiert. Das ist ein Sheer Shine. Den könnte ich euch nochmal swatchen, weil ich es eh schon gemacht habe. Das ist ein ganz schöner Ton. Ja, kann man ja reinigen. Insofern, das ist, denke ich, kein Problem. Dann haben wir hier einen kleinen Kofferanhänger. Also das ist echt süß. Man sieht auch schon, das ist wirklich eher was für jüngere Mädchen gedacht. Finde ich aber eine putzige Sache, muss ich gestehen. So, dann haben wir nochmal solche bunten Perlen allerdings. Das war ja eben so dieses Correcting Powder. Das gibt es auch nochmal in Perlform. CC Multi Benefit Pearls. Ich habe es jetzt nicht benutzt. Interessiert mich jetzt nicht so sehr, muss ich gestehen. Dann haben wir einen Lipgloss. Den finde ich allerdings relativ schön. Den habe ich auch nicht ausprobiert. Der nennt sich Indie Romance. Oh, der ist sehr deckend. Ich habe mir mal hier auf die Hand drauf gegeben. Schaut mal hier. Also insofern richtig deckender Lipgloss. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen konnte. Okay, und dann haben wir noch 2 Nagellacke. Einmal den Space Stories hier in so einem Pink. Und einmal ein Metal Shock Sealing Top Coat. Das ist natürlich super. Ein Top Coat kann man immer gut gebrauchen. Also insofern, ich glaube, das war's jetzt mit den Produkten. Ja. Und ich zeige sie euch nochmal kurz im Schnelldurchgang. 2 Puder, Lipgloss, 2 Nagellack, ein Kofferanhänger, eine schöne Lidschattenpalette, wie ich finde. Eine graue, die ich auch nicht schlecht finde. 2 Cremeproduktpaletten. Dann 2 normale Lippenstifte, 2 von diesen Vibrant Shocks, dann mal diese Essence Quattro Palette, diese Geschichte, die Lips Go Wow Palette, den Pinsel, Eyebrow und
Belasch. Wen das jetzt nicht stört, dass ich es kurz geswatcht habe, für die, die sich's für den Fall doch kaufen wollen, weil sie es cool finden, ne? Ist es ja vielleicht erforderlich, dass ihr das mal seht, okay, wie ist meine Meinung, wie finde ich das? Also wenn euch das nicht stört, könnt ihr gerne an der Verlosung teilnehmen. Wir machen einfach den Hashtag Essence. Es kann einer von euch diese komplette Box gewinnen. Ich verschicke die so, wie die ist. Und ja, wir lassen die Verlosung jetzt mal. Ich würde mal sagen, 2 Wochen laufen. Ich gucke, dass ich sie kurz vor meinem Urlaub auch noch verschicken kann, dass ich das schaffe. Und ich schreibe euch aber alle Details unten in die Infobox. Ja. Und ansonsten verschicke ich es einfach danach. Aber ihr kriegt es so oder so, weil, ne, haben wir ja besprochen und dann ist das alles klar. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesen Produkten in die Kommentare. Das interessiert mich mega. Hättet ihr das erwartet oder vertue ich mich gerade total und das sind Sachen, die man kaufen kann? Ich habe ehrlich gesagt nur nach ein paar Sachen geguckt und dann war ich auf einmal schon so enttäuscht, dass ich mir gedacht habe, oh, komm, kannst du dir sparen? Keine Ahnung. Also insofern, es ist ja immer die Frage, ne? Wenn man 20 Euro ausgibt, was will man jetzt erwarten? Auf der anderen Seite, ich öffne sehr viele Boxen, ne? Wie Look Fantastic, Glossy Box und so weiter. Und da ist auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel bei Look Fantastic, da habe ich gerade eine aufgemacht, da zahlt ihr 20 Euro, wenn ihr ein Monatsabo habt oder 15 Euro, wenn ihr ein Jahresabo habt, 15,50. Und da sind Produkte drin im Wert von über 70 Euro. Also wenn man jetzt wenig ausgeben will und viel Gegenwert haben will mit coolen, luxuriösen Produkten, geht das auch anders. Wenn man jetzt natürlich auf Essence steht, viel Make-up haben will, ein bisschen jünger ist und sagt, boah, ich stehe da voll drauf, ist es vielleicht eine coole Sache, ansonsten vielleicht eher nicht. Sagt mir eure Meinung, interessiert mich mega. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung, wenn ihr Bock habt, teilzunehmen. Und dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das gilt natürlich trotzdem nur für meine Abonnenten, ist klar. Das heißt, abonniert hier gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier kriegt ihr noch 2 weitere Videos. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.